Unreal Engine. Bleak Mill. Head Up. Jans und herzlich willkommen zu Industria. Wir starten gleich mit einem neuen Spiel. Ich bin gespannt darauf, was uns hier erwarten wird. November 1989, 20.12 Uhr, Berlin, Deutschland. Hallo? Nora Solheim hier. Nora, where have you been? Walter? Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bornholmerstrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. The Stasi is already here. They are taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? Okay, erstmal, wie cool ist das denn bitte, dass hier was im Fernseher läuft, das wirklich echt ist? Und auf Deutsch ist. I really need to look for Walter. Just hope he didn't do anything stupid. Okay, die Mausempfindlichkeit ist ultra hoch irgendwie. Muss ich leider ganz kurz ein bisschen runterstellen. Schon besser. I should leave now. The Stasi might have closed the facility down already. Wir gehen ja gleich, ich möchte mich doch ein bisschen umschauen. Eine brillante Maschine. So wie es aussieht, sind unsere Versuche, lebendiges Gewebe zu übertragen, auf Eis gelegt. Die ersten Versuche machten wir mit mikroskopischen Plankton. Versuche, die erst erfolgreich schienen, da die Subjekte tagelang überlebten. Und dann machten wir mit Algen weiter, an denen die Nebeneffekte etwas mehr zu sehen waren. Manche Algen überlebten den Prozess und neben ein paar Farbvariationen schien alles gut zu sein. Finde Walter. Irgendwas stimmt nicht mit Walter und er redet davon, gehen zu müssen. Gut, dann gehen wir mal und machen uns auf den Weg. Stasi,
Walter wasn't kidding. What the? A tangent resonance. Oh shit. It's not usually like that. Weird. Ist das ein Grafikfehler oder ist das das Gebäude? Okay, die Stasi ist hier. Zumindest das Auto. Volkspolizei. Atlas-Programm. Where is everyone? Ich bin ja vor dieser Zeit aufgewachsen, von daher habe ich eigentlich keine Ahnung vom früheren Deutschland. Und wie es da gewesen sein muss. Der Lift funktioniert wenigstens noch. Dreaming. Focus, Nora. Focus. Walter? You here? Projektleitung Dr. Walter Rebel. My key card isn't gonna work this late. But Walter's will. Was passiert in dem Gebäude hier? Mein Tagebucheintrag. Walter ist nicht in seinem Büro. Ich sollte mir seine Schlüsselkarte nehmen und bei der Maschine nach ihm suchen. Atlas Systems. Boah, was? Sind dann wohl wir und Walter. Konsequenzen. Ich wollte Sie so schnell als möglich informieren, dass Genosse Schabowski öffentlich in einer Pressekonferenz etwa vor 45 Minuten angekündigt hat, dass alle DDR-Bürger ab sofort die Grenze übertreten dürfen. Ich schlage vor, sofort alle wichtigen Dokumente zusammen und an einen sicheren Ort zu bringen. Es wird auch für Ihr Programm Konsequenzen geben. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. K. Walters Keycard? Come on, come on, come on, come on. Also Keycard. Yes, perfect. So ein bisschen aus wie eine Stempelkarte. Bandmaschinenarchiv. TA-Material. Das hier könnte vielleicht spannend sein, wenn man was abspielen kann. T-Alert. Codeliste. Brauchen wir vielleicht später noch. Abteilungsleitung, Professor Dr. Burg und Dr. Frey. Arbeitsgruppe 1. Steht da?
Okay. Wird das Geräusch lauter? Oh, nee. Corrupt Sectors irgendwas. Atlas von Walter Rebel, 23.09.1975. Sehr geehrter Professor Dr. Walter Rebel, es ist uns eine Ehre, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Vorstand aus renommierten Wissenschaftlern Ihnen den Innovationspreis für außerordentliche wissenschaftliche Erkenntnisse 1975 zu überreichen. Was? Ihre Arbeit an der künstlichen Intelligenz Atlas ist nicht nur innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik unerreicht. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns zukünftig auf weitere bahnbrechende Erkenntnisse von Ihnen. Der Innovationspreis für außerordentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, IAWE, Gabriel Isam. Okay, hört sich erstmal nicht gut an. Aber irgendwie vermute ich hier nichts Gutes. Wenn das Gebäude hier so schüttelt zur Senderanlage, zur Dekontaminierung, Observationskammern. Ich brauche einen Zugangscode, um in die Maschinenkammer zu kommen. Den haben wir ja zum Glück. Die 9.11.2309. Hä? 23.09. Schönes Licht. Ist es, glaube ich, eigentlich ein Shooter und kein Horrorspiel. Eine brillante Maschine, 2/3 von 3. Haben wir schon eins übersehen. Die Maschine wurde schnell runtergefahren, aber als wir dann in die Kammer schauten, war in der Mitte der Kammer die Ratte. Aber ihr Körper war verformt und das Hautgewebe neu angeordnet. Die Knochenstruktur schien unregelmäßig. Man konnte sie nicht mehr als Ratte identifizieren. Ich weiß, wie brillant diese Maschine ist, aber langsam beginnt sie, ihre dunkle Seite zu zeigen. Vielleicht haben wir schon was übersehen. Oh my god, what is happening? Why is it shaking that bad? Holy shit. Walter! Are you here? What is happening here? Why is it going that long? Gut, da kommen wir nicht mehr hin. Neuer Tagebucheintrag. Die Schockwellen haben den Kran zerstört. Ich muss einen anderen Weg zum Sender finden. Und wahrscheinlich schnell. Das sieht alles sehr safe aus hier. Bisschen aus wie ein Atomkraftwerk fast. Aber ich glaube, das ist diese künstliche Intelligenz. Willkommen im Abschnitt 2 der ESE-Anlage. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Schutzhelm zu tragen. Bei Nicht-Einhalten dieser Schutzmaßnahmen ist mit sofortiger Kündigung zu rechnen.
gut, dann halt. Ich glaube, wir haben andere Probleme als das. Tatsächlich getan. Er ist in die Maschine gegangen und nur Gott weiß, wo er jetzt ist. Meine letzte Hoffnung ist es, jetzt ihm hinterher zu gehen. You brilliant idiot. Was? Atlas Sender and Receiver? Ready. I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. Atlas AI. Permission granted. Closed chamber hatch. Woher wissen wir aber, wo wir hin müssen? Okay. I gotta manually set the security protocols. Starting sequence error 7A. Hier bloß. Okay. All right. This feels weird now. Oh shit. Oh my god, is this right? What? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. Was zum... Wo sind wir hier? Irgendwie in einer anderen Dimension, könnte man fast meinen. Weil wir Leute hören, aber niemand hier ist. Okay, offensichtlich müssen wir da lang.
Was sehen wir hier? Ist das Walter? Ich verstehe noch nichts, was hier passiert.